Beschwingt in den Frühling. Auf der Bühne des Gymnasiums Salzgitter-Bad das neue Traumpaar Julia Stinzhoff und Hubertus Grimm in der Komödie Das Lächeln der Frauen. Und damit herzlich willkommen in der Sendung Kulturnah, das Kulturmagazin aus Salzgitter. Liebe Kulturnah-Zuschauer, der Kulturkreis hat nach Salzgitter wieder ein wunderbares Theaterstück geholt, Das Lachen der Frauen. Und dabei sind zwei Schauspieler, die Hochkaräter der deutschen Schauspielkunst sind. Sie sind erfahren, sind beliebt und bekannt. Und ich freue mich sehr, dass sie heute auf der Bühne interagieren und vor der Vorstellung sich die Zeit genommen haben für mich. Es ist die Schauspielerin Julia Stinzhoff, die bei Clara bekannt ist. Lady Kracher hat sie gespielt, Dora Held und Sesamstraße und viele andere Rollen. Eine charismatische Frau, die da ist. Und ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, liebe Julia Stinzhoff. Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und Ihr Gegenpart oder Mitspieler auf der Bühne ist natürlich auch ein sehr versierter Schauspieler, Hubertus Grimm. Er hat schon viele Rollen gespielt, Traumschiff, Rosamunde Pilcher war dabei, Kreuzfahrt, Ins Glück, Weg zum Glück. Und er ist da und ich freue mich sehr. Ein Mann, der eigentlich auch der Bachelor sein könnte, wenn er wollte. Herzlich willkommen, lieber Hubertus Grimm. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Liebe Julia Stinzhoff, wie ist das eigentlich bei Ihnen? Sie sind eine Frau, die bekannt ist aus dem Fernsehen, immer mit einem Lächeln, mit einem Strahlen, sehr charismatisch. Wie ist das, wenn Sie morgens aufstehen? Haben Sie diese Strahlen auch schon im Gesicht oder müssen Sie das Lächeln der Frauen suchen und sind Sie so ein bisschen Morgenmuffel? Ich bin eigentlich kein Morgenmuffel, nee. Also spätestens nach dem ersten Kaffee sieht die Welt schon meistens ganz gut aus, ja. Mit zwei kleinen Kindern, man muss morgens ja schon strahlen. Ne? Ja, das stimmt. Genau, die werden im April 3 Jahre alt. Noch recht klein, kann man sagen. Herr Grimm, Sie sind ein Frauentyp. Man kann es immer wieder nur bestätigen. Es stimmt ja leider Gottes. Wir Männer stehen da leider etwas zurück. Wie ist das? Auf was achten Sie, außer das Lächeln der Frauen sozusagen, auf was achten Sie zuerst bei einer Frau? Also das ist ja jetzt unerwartet. Ich würde sagen, das Gesamtpaket, also die Ausstrahlung als Ganzes interessiert mich am meisten. Sie spielen in dem Stück Das Lachen der Frauen den André. Jetzt ist die Frage, der André schlüpft ja so in zwei Rollen oder verkörpert zwei Rollen. Haben Sie im Leben auch schon mal das Gefühl gehabt, jemand anders sein zu wollen, um etwas zu schaffen? Unbedingt, ja. Man möchte ja immer irgendwie auch jemand anders sein. Also das ist ja ganz grundlegend, vielleicht als Schauspieler mehr als andere. Ich weiß es nicht, aber es gibt immer wieder Phasen, wo ich denke, ach, das wäre schön, wenn ich doch jetzt hätte. Ja. Wäre manchmal gut im Leben. Wäre sehr gut manchmal. Zum Beispiel. Kommen wir gleich drauf, Herr Grimm. Was sind's auf? Eine Frage, Aurelie, die spielt die Rolle Restaurantbesitzerin, aber sie ist auch eine Frau, die von dem Robert sich verstanden fühlt. Was muss denn ein Mann überhaupt für Sie haben, wo Sie sagen, ich fühle mich als Julia verstanden? Was muss ein Mann haben, damit ich mich verstanden fühle? Er muss mich verstehen, ganz einfach. Herr Grimm, Sie gelten als Mann, der spontan sind. Spontan und Michael Jackson-Fan, habe ich überlegt. Sie sind ein Mann, der tanzen kann. Gibt es einen Move, den Sie spontan eigentlich immer im Kopf haben? Michael Jackson, das kann man sagen, Sie sind ein großer Fan von ihm, Musik bis heute bei Ihnen drin. Ja, ja. Und immer wieder auf meinen Ohren.
die Frau Stinsdorf, die sieht nicht nur toll aus, die ist auch sehr sportlich, wie Herr Grimm übrigens auch. Also ich steche da so ein bisschen ab, aber Frau Stinsdorf, die macht sehr viel. Sie reitet, sie machen Aerobik und sie machen auch Yoga. Was gehört zum täglichen Sportprogramm bei Ihnen dazu? Alles oder wählen Sie sich konsequent Yoga aus? Alles, ich mache von Reiten bis... Nein, also das sind Fähigkeiten, die ich in meiner Vita anbieten kann. Das habe ich alles im Laufe meines Lebens gemacht. Aber natürlich mache ich nicht alles aktiv, schon gar nicht jeden Tag. Vor allem nicht, wenn man auf Tournee ist, wenn man 5 Stunden Auto gefahren ist und 2 Stunden später zum Theater fährt, dann fahre ich natürlich nicht ins Yoga-Studio und mache nochmal 1,5 Stunden Yoga. Aber also wenn ich zu Hause bin und wenn ich Zeit habe, mache ich am ehesten Yoga und habe die Matte auch immer dabei. Das ist eigentlich meine Hauptsportart, wenn man das so also richtig, aber intensiv Yoga. Ja, ich mache Power-Yoga, nennt sich das. Das ist Vinyasa Flow, ein intensives, sportliches, herausforderndes Yoga-Programm. Ja. Es ist aber auch so, wer jetzt sich fragt, wo Schauspieler mal Urlaub machen, da kann man sagen, bei Frau Stinsdorf ist es so, die hat jetzt eine neue Sache entdeckt mit der Familie. Im Wohnmobil reisen sie. Sie haben sich im Wohnmobil angeschafft. Herzlichen Glückwunsch. Camping? Ja, nicht unbedingt. Also wir fahren mit dem Wohnmobil, so wie es sich gehört, einfach spontan los. Das hat sich aus daraus ergeben, dass wir eben nie planen können, unseren Beruf, nie wissen, wann der nächste Job anklopft. Und daher wollten wir was vor der Tür stehen haben, wo wir sagen können, so, wir schmeißen jetzt unsere Tasche rein und fahren los, wohin es uns gefällt, schauen auf den Wetterradar und fahren der Sonne entgegen. Richtig. Genau. Es ist so, Schauspieler leben natürlich in einer wunderbaren Welt, sie haben einen wunderschönen Beruf, aber die Realität greift manchmal auch. Und Sie, Frau Stinsdorf, sind auch eine Frau, die sich engagieren, und zwar gegen Kükentötung zum Beispiel, gegen Stierkampf zum Beispiel. Sie sagen, gegen die Kühe, wo Kälber drin sind beim Schlachthof, protestieren Sie, was ganz schlimm ist. Also Sie machen auf einiges aufmerksam, auch über das aktuelle Thema Flüchtlinge. Wie ist im Moment so bei Ihnen so dieser Stand der Dinge? Was denken Sie im Moment über dieses Thema Flüchtlinge? Also erstmal würde ich sagen, dass ich da aktiv bin, das wäre jetzt übertrieben, aber ich versuche natürlich, ich sehe, Sie haben auf Facebook sich einiges angeschaut, das zu teilen, was mich berührt und bewegt. Und wie war die Frage nochmal genau? Wie Sie darüber denken, über das Thema Flüchtlinge, über diese Situation, die im Moment aktuell ist in den Ländern in Deutschland? Also... Das ist natürlich eine höchst beunruhigende Situation, sowohl in den Flüchtlingsländern als auch in Europa, weil sich alles verschiebt, weil es natürlich eine absolute Ausnahmesituation ist, dass so viele Menschen auf der Flucht sein müssen und man momentan gar nicht weiß, wie man dieser Situation Herr werden soll, weder dort an den Unruheherden als auch hier, wo die Flüchtlinge Hilfe suchen und sich jetzt inzwischen schon beängstigenderweise 2 Lager aufzutun scheinen. Also auf der einen Seite glücklicherweise diejenigen, die sie alle willkommen heißen, auf der anderen Seite diejenigen, bei der die Angst regiert und die Angst davor haben, mit diesem Problem oder dieser Herausforderung nicht fertig zu werden. Und das bedeutet natürlich einen großen Zündstoff. Und ich hoffe sehr, dass wir das alle gut und friedlich gelöst bekommen. Und wäre wichtig und Thema, was sicherlich immer wieder besprochen wird, auch mal hier in der Sendung. Wir kommen zum leichten Thema. Herr Grimm, hat mit Ihnen zu tun. Sie sind ja einer der Männer, wo wir Männer immer darauf schauen und von anderen immer hören, Mensch, guck mal, wie der aussieht, guck mal, was der trägt. Und dann sehen wir immer neidisch auf Männer wie Sie. Jetzt ist es ja so, man sieht sich ja immer selbst. Wie ist das bei Ihnen? Wenn Sie was ändern könnten an sich, was würden Sie verändern äußerlich? Oder sagen Sie, ich bin auch so perfekt, wie ich aussehe? Also erstmal war mir das nicht so bewusst, dass andere Männer jetzt... Ja, okay. Ich nehme das jetzt mal so an. Aber, wenn ich an mir was ändern... Gibt es was Sie selber an sich selbst stört? Man hat ja manchmal so sagen, dass man sagt, Mensch, Ohren, Nase, zu groß, zu klein. Ich hatte es ja gerade schon mal im persönlichen Gespräch, im Interview gesagt. Es gibt immer so Phasen im Leben, die einen... Ja, wo es einem vielleicht nicht so gut geht oder wo man unzufrieden ist mit irgendetwas. Und da gibt es dann schon mal, oder wo man sagt, jetzt muss ich mal wieder
irgendwie ein bisschen ein paar Funde abnehmen oder so, aber ich mache mir da im Großen und Ganzen nicht so viele Gedanken. Ich mache Sport, ich möchte auch irgendwie, mein Körper ist mein Kapital und dadurch ist es mir wichtig, dass ich mich gesund ernähre, A und B, Sport mache. Und ich merke, dass ich mich dadurch dann auch besser fühle und dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also ich meine, so wie Sie sind, dann haben Sie irgendwann die Chance auf das Sexiest Man Alive wahrscheinlich auch noch. Es kommt halt dahin. Ihr Wort in Gottes Ohr. Beide haben tolle Rollen gespielt, beide versiert. Jetzt die Frage, Theater spielen Sie auch. Gibt es Wunschvorstellungen mal nach einer Rolle, wo Sie sagen, das möchte ich einfach unbedingt spielen? Sie sind sehr komödiantisch, Sie haben viel Power, Energie. Gibt es aber was, was Sie mal spielen? Eine ganz hässliche mal oder eine abgewrackte, irgendwie irgendwas, eine Vorstellung? Ja, also meine Traumrolle wäre, aber ich bin leider nicht so richtig, die Typbesetzung dafür wäre Shirley MacLaine, weil sie so ein breit gefächertes, talentiertes Wesen ist. Aber das ist wohl eher utopisch. Aber das wäre die... Ziel jetzt nicht mehr, aber das wäre etwas gewesen, was mich sehr interessiert hätte. Ja. Bei Ihnen, Herr Grimm, sag ich mal, die hässlichen Rollen, die markanten, so abgestürzten Rollen, wie es immer so schön heißt, sind da auch interessant, weil es ist ja manchmal so, dass gute Schauspieler in Komödien manchmal nicht die Wertschätzung kriegen, wie es eigentlich wichtig ist, weil das ein harter Job und eine harte Arbeit, das zu machen und gut zu machen und gut zu unterhalten, da gehört sehr viel zu, das schaffen sie beide ja perfekt, aber manchmal, dass man sich so nach einer Rolle, die so extrem von einem weit weg ist, sehnt? Unbedingt ist es, die etwas, sag ich jetzt mal, negativeren Figuren sind immer spannend. Also jetzt jemand, der abgestürzt ist oder in der Gosse lebt oder sonst irgendwas. Das ist immer eine Herausforderung. Oder ja, also ich würde mir wünschen, mehr zu arbeiten, noch mehr zu arbeiten, um einfach ein breiteres Spektrum an Rollen zu mich mit denen beschäftigen zu können. Und die Abwechslung macht's. Und wenn da eine schöne romantische Rolle dabei ist, dann ist die genauso toll wie ein Autist oder sonst irgendwie. Also es ist halt, man hat manchmal nicht die Wahl, die Rollen werden einem angeboten und je mehr Auswahl da herrscht, desto schöner ist es, ja. Also immer her damit. Sie sind offen beide. Sie sind beide auf Tournee noch eine Zeit, waren schon auf Tournee. Jetzt ist ja die Frage, und wenn man 24 Stunden fast zusammen ist, na gut, die Nacht nicht, aber einige Stunden des Tages und Abends zusammen ist, unterhält man sich da auch beide, sind junge Eltern über die Kinder? Ist das ein Hauptthema bei Ihnen gesprächsmäßig? Sie haben zwei Töchter, die vor 2 Jahren geboren sind, 3 Jahren, und Sie haben einen kleinen Sohn vor 2 Jahren. Ist Thema Kind ganz entscheidend? Entscheidend nicht, aber es taucht natürlich immer wieder auf, weil es natürlich unser Leben auch mitbestimmt, wesentlich mitbestimmt. Wir haben viele Themen glücklicherweise, die wir teilen können. Das heißt, Sie verstehen sich auch, was ja auch nicht immer so der Fall ist, Sie verstehen sich auch privat in der Weise gut, dass Sie gut zueinander passen in der Weise. Also wir verstehen uns sehr gut und wir passen auch als kollegial sehr gut zusammen. Keine Umstände, beide sind in festen Händen, beide glücklich mit den Familien, aber sie verstehen sie als Kollegen gut. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie vor der Vorstellung noch die Zeit genommen haben. Wünsche Ihnen einen tollen Abend mit den Lachen der Frauen. Und das Lächeln der Frauen. Das Lächeln der Frauen, ich sage es immer, aber wenn ich sehe, sehe ich immer das, nein. Ich sehe immer Ihr Lachen und dann komme ich automatisch, weil Sie haben so ein tolles Lachen, also strahlt ja wirklich alles aus. Danke Ihnen beiden und einen tollen Abend. Kommen Sie wieder und viele schöne Rollen weiterhin und machen Sie den Leuten weiterhin so viel Freude mit den Rollen im Fernsehen oder im Theater. Egal, Hauptsache Sie spielen beide. Alles Gute Ihnen beiden. Dankeschön. Danke. Voilà, es ist soweit. Alles Gute zum Geburtstag, Aurélie. Auf dass dieser Tag ein ganz besonderer wird. L'amour, bel amour, bel ami, follement chaque jour. Oh! Oh! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. André, was machen Sie denn hier? Alles Liebe und Gute für Sie, auf dass alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen mögen. Das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. Ich darf doch ganz kurz reinkommen. Ich hatte Ihnen ja angedroht. Eines Tages komme ich mal. Aber nicht.
Bevor es zu unserem nächsten Aufführungsort geht, machen wir uns locker. Fitness und Kunst in Salzgitter-Tiede, kein Widerspruch. Auf dem ehemaligen Gelände der alten Ziegelei entstand ein Skulpturen- und Fitnessparcours für Körper und Geist. So gesehen präsentiert sich Kunst auf eine ganz besondere Weise. Probieren Sie es einfach mal aus. Im Süden unserer Stadt die Knicki. Aus der ehemaligen evangelischen Knieschitter Kirche entstand ein wahrer Kulturtempel. Hier geben sich heimische und internationale Künstler die Klinke in die Hand. Dieses Mal sorgt die aus Hamburg angereiste Rock- und Blues-Sängerin Jessie Martens für ein ausverkauftes Haus. We'll be right back.
Ich hoffe, euch hat unser Konzert heute Abend gefallen und ich grüße euch und wir sehen uns irgendwann bald mal wieder. Bis bald, das ist eure Jessie. Im nächsten Jahr kommt sie wieder, dann rechtzeitig Karten besorgen. Liebe Zuschauer, haben Sie schon was am 18. März vor? Der Kulturkreis Salzgitter hat wieder eine tolle Komödie angekauft mit vielen bekannten Gesichtern aus Film und Fernsehen. Wenn Sie es deftig mögen, wäre diese Veranstaltung genau das Richtige für Sie. Der Winter ist vorbei, die Flöterwandervögel ziehen wieder durchs Land. Erleben Sie sie beim bunten Abend in Salzgitter-Tiede. Außerdem wirken mit Elvis Weinert und viele andere. 19. März bei Sam in der Fortuna-Gaststätte Pappeldamm 83. Eintritt brauchen Sie keinen zahlen.
Der bunte Abend ist ein Geschenk an ihre vielen, vielen Fans in und um Salzgitter. Spaß, bis die Wanderschuhe glühen. Das gibt's nur einmal. Mit diesen Bildern, aufgenommen in Salzgitter-Steterburg, möchte ich Sie auf den Frühling einstimmen. Haben Sie noch eine schöne Osterzeit. Wir sehen uns dann im April wieder. Ihr Hans-Jürgen Gebel.